Keine Ahnung. Hallo, also ihr beide. Hast du den immer gesehen? Ich hab so gemacht und hab den so gesehen. Ja, was weiß ich, Mann. Du machst das Emoji-Ding an. Du machst das Emoji-Ding aus. Aha. Super. Ja, also schon mal schönen Tag, liebe Geschwister und Freunde. Ja, super. Wir haben hier gleiche technische Schwierigkeiten. Oder wir sind hier gerade mitten in dem. Ach, schau mal, das Grönemeyer-Gesicht. Ja. Mach mal. Aber so müsst ihr sehen. Also ich hab jetzt damals. Ja. So. So, jetzt machen wir hier noch irgendwie. Also ihr Jungs, ihr wisst jetzt, dass ihr komplett live seid und habt damit kein Problem, ja? Also ich fühle mich nämlich. Ich hab nämlich gedacht, ihr glaubt mir das gar nicht, dass ich hier nicht allein hocke und so. Deswegen sind immer ein paar Brüder, die keine Angst vor der Kamera haben, neben mich so. Ja, auch damit sie mir notfalls mal das Händchen halten und können. Ja, eine Dame was bieten. Ja, ja, Dame. Svetlana, der Panker sitzt neben dran. Genau. Das sind so wenige, ne? Das hier links und rechts neben mir, das sind meine Quoten-Assis. Und, ja, das ist echt geil. Und, muss ich dann so machen? Ach, du musst auch noch gucken. Also, wie immer, Samstag, 17 Uhr, Jesus Freaks Cody. Heute unter besonderer Berücksichtigung von Äußerlichkeiten, auf die es wirklich nicht ankommt. Und wir haben da auch ein paar interessante Dinger, wo ich ein bisschen was drüber erzählen werde, nachdem wir was gesungen haben. Und wo wir dann hoffe ich auch, ja, also ich bin da auch offen für Diskussionsbedarf, so wie immer und so. Und die aber Leute, die man jetzt gerade sieht, nee, was machen wir jetzt hier genau? Das, das ist alles ein Theater hier. So warm ab und zu ist okay. Scheiße, ich hab was vergessen. Nimmst du nicht so schlimm, ich wollte es nur wissen. Ist auch wieder Mittwoch, ne? Nee, ist nicht so schlimm. Naja, okay. Ja, ich hab dann haben wir's. Ne? Ja, Tom, so ging's uns auch. Wir sind da reingekommen und denken, Scheiße, ich hab das ganze Zeug da vergessen. Was ja, die hat ein paar Sachen rausgehoben, wo sie mitbringen wollen. Ja, so, dann Renato, ja, was ist die Blinder, die da hinten liegen? Da das ist Schenkola, oder? Was ist denn? Bringt ihr das was? Das ist so zuckerfrei, komische Zucker. Oder Stevia-Zucker oder was. Okay. Wo man nicht trinkt, haben wir gedacht. Über 2-1. Ich bin der Anonymus, ich kann Tee nicht. Jeffrem, du kannst was fragen. Ich habe jetzt zufällig gesehen, dass du da getippt hast. Ich sehe das nachher während der Predigt nicht unbedingt. Gibt's jetzt was, was du fragen möchtest? Ja, was ist das Fakt? Ja, das ist das Fakt. Also, zur rechten Seite, was ist das, was Assi? Du kriegst zur rechten Seite, oder? Warte mal, also ein Trommelschirm? Naja, was ist das, was Assi? Du hast recht, nicht ich. Ach, guck mal, sag ich es doch. Das ist was Assi. Also jetzt kann theoretisch jeder singen, oder? Nüchtern. Jesus, ich bin nüchtern. Bitte füll mich nicht aus. Ja, ich wollte mal nicht sagen. Aber grammatisch hinter anderen ins Gesicht, gell? 3.000 Euro Schmerzen hier. Oh, von mir. So, also jetzt geht's los. Singen. Wir fangen an do, mit dem When the Saints Go Marching In. Soll ich da Platz machen? Hoppla. Papa hat wieder Platz. Oh, ja. Oh, ist der Bruchsteuchter, ne? Guck mal, mach mal den mal so. Mal die Bogenhalter. Soundcheck, Soundcheck. Was kommt denn zuerst? Ich sag dann nachher was zu, Jeffrem, genau darum geht's nämlich. Da hatten wir die Woche da in der Gruppe ein Problem und ich glaube, dass wir da so ein bisschen den Blick in die falsche Richtung kriegen. Und also auf Deutsch gesagt, das Himmelreich hat andere Probleme, als ob Tom und ich ab und zu so machen. Und wir sind halt Heavy Metal, ne? Jeder ist vom Spiel, ne? Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, Lord, I want
Das war spitze. Und dann machen wir gleich weiter mit der anderen Blues-Nummer. Ja, das sind noch Ausgrüßer. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört der dein Gebet. Wenn du euch befällt vor der langen Nacht, hört der dein Gebet. Gott hört dein Gebet, hört auch dein Gebet. Er versteht, was ein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. Gott hört dein Gebet.
Ist der wie Zahnarzt oder wie? Wie Zahnarzt, genau. Professor Doktor 007 Junis. Ja, ah, da. So. Zahnarzt oder was anderes? Professor. Anwalt. Professor. Richter. Professor Dr. 007 Junis. Was ist mein Kaffee? Ja. Ich bin ein Butler hier. Lieber Zahnarzt wie Politiker. Lieber Zahnarzt, wie Politiker. Aber Zahnarzt, viele Leute anbist. Ich weiß nicht warum. Ja, der Wiesel. Wie bitte? Oh, der Kette ist auch dabei. Der will jetzt noch Erdbeerkuchen hören. Das machen wir aber erst. Ah ja, oh, wenn wir eine Kette mal dabei haben, dann müssen wir jetzt schnell anfangen zu predigen und zu beten. Okay, also ich bete noch kurz. Herr, ich danke dir, dass wir hier wieder in unserer fröhlichen Runde zusammen sind. Herr, dank, dass du wirklich der Grund bist, warum wir uns hier überhaupt treffen. Teilweise sogar der Grund ist, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben. Herr, ich bitte dich, dass ich jetzt bei dem sensiblen Thema kein Blödsinn quatsche. Ich möchte mich echt von dir führen lassen. Herr, begegne uns du hier durch deinen Heiligen Geist. Lass uns allesamt, wie wir jetzt hier sitzen, uns auf dein Wort und deine guten Gedanken, die du für uns hast und für diese Welt hast, auf diese Gedanken konzentrieren und lass uns unseren heutigen Gottesdienst hier positiv verändert wieder verlassen. Hab Dank für die Gemeinschaft, hab Dank, dass es mit deinem Reich keinen Einzelkämpfer gibt, dass du uns so geschaffen hast, dass wir gegenseitig unterstützen und gebrauchen können. Bitte segne uns allesamt und auch unsere Zuschauer draußen. Amen. 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 Ja, das Thema, ich fange anders an. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Walter Heidenreich mal zitiere in der Predigt. Sagt er einigen was? Das ist, der war früher ziemlich. Ja, also bevor er mittlerweile ist er einer der großen deutschen evangelikalen Prediger, Missionare, wie man es nennen will. Der hat selber früher Drogenprobleme gehabt und der ist dann da auch so in so einer Hippie-Ära. Da gibt es ein gutes Buch, das heißt Help, nach dem Lied Help von den Beatles, von I Need Somebody Help. Und es war bei ihm damals natürlich letzten Endes Jesus Christus, der ihn dann auch aus der Drogenscheiße rausgeholt hat und durch den er dann letzten Endes. Also mittlerweile hat er dann eine erfolgreiche Gemeinde und Drogenarbeit in Lüdenscheid, da im Sauerland. Da war ich mal auf so einer Heiliggeistkonferenz. Die hat mir ehrlich gesagt überhaupt nichts gegeben, weil ich kein Charismatiker bin. Aber wie komme ich darauf? Ich werde einen Satz nicht los. Da hat er irgendwas erzählt von irgendeiner Reise, wo er in fernen Ländern war, ich glaube in Afrika. Und dann musste er da eine Nacht verbringen in irgendeinem Kabuff und alles voll mit Holzgötzengegenständen. Das fand ich irgendwie, das ging unter die Haut so. Da also wirklich krass, das ich, Masken und Kram. Da in Afrika gibt es viel mit solchen, die auch so Voodoo-Zauber und so. Oh ja, kannst du ausmachen, sehr gute Idee. Und das war, er hat jedenfalls darüber berichtet, so, weil manche gesagt, ja, hast du da, fühlst dich ja unwohl, so du als Christ und so. Und er hat gemeint, nee, ich gehe da rein. Also es gab halt keine andere Übernachtungsmöglichkeit. Und er sagt, das war also eine der entspanntesten Nächte überhaupt, weil er eben erstens mal in der umständlichen Terminologie ausgedrückt heißt es, er ist durch Jesu Blut so überschüttet, dass ihm diese ganzen Götzen sowieso nichts anhaben können, weil hinter jedem Götzenkult, hinter jeder Religion, außer dem Glauben an den wahren Christus, ist eben vom Teufel. Also es ist egal, ob auf der Bestie, die in der Offenbarung aus dem Meer steigt, ob auf den Hörnern jetzt draufsteht, Islam oder Materialismus oder Schlangenbeschwörung oder Buddhismus oder Humanismus oder Daimler-Benz. Alle Wege, dem Teufel sind alle Wege recht, die von der Erkenntnis Christi, dass man nur durch Erlösung allein heilig werden kann und dass man erst dann überhaupt eine Beziehung zu Gott aufbauen kann, ablenken können. Aber wir wissen auch, dass es eben nur tote Götter sind. Komme ich nachher noch drauf. Die aus Material hergestellt wurden. Ganz am Anfang hat Gott schon gesagt, dass man sich eigentlich kenne, genau genommen noch nicht einmal ein Bildnis machen soll von irgendetwas auf der Erde. Da habe ich schon mal überlegt, ob es überhaupt erlaubt ist, Menschen zu fotografieren, nachzumalen und sonst was. Auf jeden Fall, damit ist vor allem gemeint, man soll nichts anbeten, was auf der Erde rumrennt. Thema Satanismus in der Musik, denkt natürlich jeder sofort an Slayer und AC/DC, aber was passiert denn in der Volksmusik? Was passiert zigfach in der Schlagermusik? Wo andauernd die Frau als das überhaupt dargestellt wird. Das ist das Erstrebenswerte, ich werde glücklich, wenn ich dich kriege.
Das zieht sich so durch, wenn man alle Love-Songs wegstreichen würde, dann könnte man vorneweg 90% schon mal vergessen von der gesamten Musikgeschichte. Und ganz genau genommen ist es Götzenkult. Weil immer wieder die Schöpfung angebetet wird und nicht der Schöpfer selber. Man sagt ja meine Angebetete. Das ist schon, also wenn man wirklich in der Sprache genau hinguckt, dann erwischt man sich immer wieder dabei, dass man Dinge, die sichtbar sind und gerade, wahrscheinlich ist es bei Männern etwas ausgeprägter, Dinge, die den Augensinn reizen, das ist erstrebenswert, man will es schön haben, warum ist Gold, ausgerechnet Gold, so ein wertvolles Ding? Für einen Blinden ist vielleicht Gold gar nicht so interessant, weil er überhaupt nicht sieht, wie schön es glänzt und so weiter, aber es ist auch ein sehr hartes Material, muss man sehen. Ich hatte einen Fall, wo wir da, das könnte jetzt auch schon wieder 18 Jahre her sein, wo ich damals mit dem Sean viel auf der Straße missioniert habe und da hatten wir ein Problem mit einer Satanistengruppe in Heidelberg. Also ich habe keine Ahnung, wie weit die drin waren und so, von Menschenopfern weiß ich jetzt nichts, aber ich weiß auf jeden Fall von Blutritualen. Und die haben natürlich ein Problem damit gehabt, dass wir zwei Hüpfer da rum und fröhlich unter den Punks das Evangelium verbreiten. Ne? Und ich erinnere mich schon an eine Szene, wo einer von denen, der so voll drauf war, der hat da so, was weiß ich, so ein super Metal-Finger hier gehabt, so wie so von Wish gab es damals noch nicht. Und dann, wo wir dann da ankamen, so, und dann hat der bloß so irgend so ein Ding dahin geflugt, so. Und wir haben bloß gesagt, hey, das prallt an uns ab. Und das musst du natürlich auch glauben. Du brauchst keinen Fluch, der auf dir lastet, anzunehmen. Das gilt auch für alle Flüche, das steht in der Bibel drin, dass viele Flüche in die dritte und vierte Generation weitervererbt werden. Auf den Kindern, jetzt komme ich kurz in dieses geschichtliche Ding, aber ich halte hier keine patriotische Rede, keine Angst. Es liegt auch auf uns ein Fluch von dem, was unter unseren Großeltern und Urgroßeltern teilweise passiert ist in Deutschland. Diese Flüche setzen sich fort, aber sie können alle gebrochen werden. Du bist nicht verantwortlich für alles, was deine Vorfahren jemals verbockt haben. Gott hat auch mit dem Volk Israel immer wieder ein Einsehen gehabt. Die ganze Geschichte nach Salomo, die gibt sich andauernd die Hand, ja, der tat, dieser König tat, was dem Herrn gefiel, der tat, was ihm missfiel, und dann ging es wieder bergab, dann haben sie sich auch noch gespalten, und weil sie dann immer wieder auf andere vertraut haben, zum Beispiel auf ihre Verbündeten, statt auf Gott, wenn die Feinde näher kamen, dann kam es eben so, dass Israel, das Nordreich, irgendwann komplett zerfallen ist und letzten Endes ganz Israel verstreut war. Bis vor, ja, bis 1948. Für mich persönlich übrigens einer der größten Beweise, dass die Bibel absolut authentisch ist, weil damit, das war fast 2000 Jahre lang nicht absehbar, dass Israel nochmal ein eigenes Land kriegen würde. Aber das nur nebenbei. Also es gibt diese Flüche und die haben natürlich zu tun mit Hexerei, mit Okkultismus, mit Spiritismus, mit Esoterik. Ich halte auch nichts von dieser Verharmlosung von weißer und schwarzer Magie. Es gibt nur einen für den Menschen vorgesehenen und gesunden Zugang zur unsichtbaren, zur spirituellen Ebene und das ist das aufrichtige, ehrliche Gebet, am besten auf Dialekt, zu Gott. Und wenn man dann so das mit dem Erlösungswerk und so mal kapiert hat, dass man also ein Sünder ist und sich aus eigener Kraft nicht komplett von seiner Schuld frei machen kann. Man kann es eigentlich überhaupt nicht, weil man automatisch immer wieder sündigt. Das Niveau der Sündhaftigkeit ändert sich hoffentlich nach 20 Jahren hingestolpertem Christsein. Also wenn man nach 20 Jahren immer noch sagt, naja, ich klaue ja nicht mehr so viel wie früher, dann stimmt irgendwas nicht. Aber das Gebet zu Gott, dem Schöpfer, also dem Gott, den wir aus der Bibel kennen, der sich in Jesus Christus Fleisch geworden ist und sich stellvertretend für unsere Schuld geopfert hat, der ist der einzige sinnvolle Weg für uns. Alles andere, ich sag Finger weg. Und ich kenne genug Leute, die sich dabei die Finger verbrannt haben. Und die hocken jetzt teilweise eine ganze Weile in der Psychiatrie oder zumindest fangen sie sich immer wieder Geister ein, kommen in Drogensucht, kommen in Albtraumgeschichten, kommen in Selbstmordgedanken. All das, was dem Teufel gefällt, um uns kaputt zu machen. Und noch mehr. Und der Auslöser für dieses Thema diese Woche war ja, dass wir da auf unserem Titelblatt den hier machen. Wir nennen es die Pommesgabel. Zur Erinnerung, müsst ihr googeln, in der Gebärdensprache, da heißt es, ich liebe dich. Und ich habe neulich mal, da war ich in der, in der Gemeinde hier in Edingen, da habe ich den Schock meines Lebens gekriegt, das könnte wieder 2 Jahre her sein, da stand echt der Pfarrer auf einmal so vorne an der Kanzel. Da habe ich gedacht, was geht denn hier ab? Und dann hat er da irgendwie, das war noch, wo die Kinder noch da waren, bevor die in den Kindergottesdienst kamen, da steht der Pfarrer so da
Und ich dachte, boah, das müssen wir jetzt echt fotografieren, das ist ja unglaublich. Und dann hat der da bloß ganz harmlos, damit der hat gesagt, ja, kennt ihr das Häschen und so. Da hat er irgendeine Geschichte von Häschen erzählt. So entstehen Missverständnisse. In Italien heißt es, ich habe mit deiner Frau ein Verhältnis gehabt. Jedenfalls. Und so Ohren auf. Also du kannst gar nicht allen recht machen. Es gibt Leute, die halten mich für einen Satanist, weil ich Ohrringe trage. Und so. Die einen sagen, Christen dürfen keine langen Haare haben, die anderen sagen, sie dürfen. Ich kenne jemanden, der sagt, der denkt, dass das Ziel bei mir erreicht ist, also einer meiner geistlichen Onkel, sage ich mal. Mittlerweile verstehen wir uns auf einem ganz anderen Niveau sehr, sehr gut. Aber dem sein Traum war halt immer, dass er mich irgendwann mal mit weißen Händen zieht und mit kurzen Haaren. Aber ich denke, dass Gott jeden Menschen so, wie er war, zum Zeitpunkt seiner Bekehrung gebrauchen kann. Das heißt natürlich nicht, wenn er kriminell war, soll er weiterhin kriminell bleiben, aber man soll gar nicht versuchen, in einen anderen Stand zu wechseln. Es steht sogar geschrieben, wer Sklave war, der soll Sklave bleiben. Wenn Gott dich dann von sich aus an eine andere Position erhebt, das merkst du. Wenn du jeden Tag betest, meiner Erfahrung nach reichen da 20 Minuten morgens beim Kaffee vollkommen und dann den ganzen Tag, wenn man einfach durch seinen Alltag durchwandelt, sensibel sein. Wo gehen Türen auf, wo gehen Türen zu? Und wenn man mit diesem Bewusstseinszustand, da merkt man eigentlich früher oder später, wo der Hase langläuft. Man merkt, wo Befreiung stattfindet, man merkt, wo Beklemmung stattfindet, man merkt, wo es funktioniert und wo nicht. Und dann kann es natürlich passieren, dass Türen aufgehen. Das hätte ich mir also vorstellen lassen, dass ich dann, da ich mich überhaupt traue, mich selbstständig zu machen, ein ganz blödes Beispiel, damals zum Beispiel, weiß nicht, so Dinge halt. Jedenfalls, also wir müssen aufhören, uns gegenseitig da zu bekriegen wegen Äußerlichkeiten, gell? Das ist also vor allem das ist der erste Teil der Quintessenz, was mir dazu einfällt. So, ich habe es gesagt, insgesamt mit Äußerlichkeiten, du kannst die Leute nicht, es gibt vielleicht einen Aspekt, zum Beispiel, wenn ich weiß, dass mich jemand besucht, der ein Problem mit AC/DC hat oder so, dann muss ich das halt gerade dann auflegen, wenn er hier zu Gast ist. Das ist klar. Dann hat es aber was zu tun mit Rücksichtnahme. Und dazu hat sich Paulus geäußert. Und zwar ging es da in Korinth, da haben die also Schwierigkeiten gehabt, wie das ist da mit dem Götzenfleisch und darf man das überhaupt essen und so weiter. Ich lese gerade mal kurz vor vom 1. Korinther 8, 7 bis 13. Aber nicht in allen ist die Erkenntnis. Vielmehr essen es einige infolge der bisherigen Gewöhnung an den Götzen als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gott stellen. Weder haben wir, wenn wir nicht essen, einen Nachteil, noch haben wir, wenn wir essen, einen Vorteil. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Wenn nämlich jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzenhaus zu Tisch liegen sieht, wird da nicht sein Gewissen, weil er schwach ist, zum Essen des Götzenopferfleisches auferbaut werden. Ganz schön kompliziertes Deutsch, sorry. Es geht nämlich, wer schwach ist, an deiner Erkenntnis zugrunde, der Bruder und die Schwester, für den, die doch Christus gestorben ist. Indem ihr so an den Geschwistern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinem Bruder und meiner Schwester zum Anstoß wird, will ich nicht mehr Fleisch essen bis in Ewigkeit, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Diese Warnung ganz am Ende, das war das, was ich eben verglichen habe, so, wenn man halt Musik umpflegt, wo halt einer ein Problem mit hat. Also du kannst dann darauf verzichten, um den anderen halt nicht da in Versuchung zu bringen. Also, manche sagen, Christen dürfen rauchen, manche sagen nicht. Hier sehen wir das relativ locker, solange der andere nicht da ist. das ist ja auch okay irgendwie, wir nehmen ja jederzeit Rücksicht und so. Und jetzt freut es mir Fenster auf, der Junis erträgt es hier mit Würde. Und ich habe aus gutem Grund beim Predigen keine Zigarette in der Hand, aber hier wird es viel Qualen geben, wir zu. Und wenn halt jetzt einer sagt, okay, das sind keine richtigen Christen, weil die das mit dem Rauchen so locker sehen, dann ist das denen ihr Problem. Wir wissen, dass wir frei sind. Wir wissen auch, dass unsere Körper vergänglich sind. Die Körper, die wir einst im Himmelreich kriegen, die sind absolut perfekt. Das sind verklärte Körper. Und du schaffst es sowieso nicht. Gut, ich meine, die mich näher kennen, die wissen auch, dass ich also nicht an gesunde Ernährung glaube. Das ist aber ein anderes Thema. Also ich glaube nicht, dass man sein Leben aus eigenem Willen auch nur am einen Tag verlängern kann. Also diese Körper hier, die dienen bei uns allen in allerspätestens 100 Jahren als Wurmfutter. Machen wir uns mal nichts vor. Und wenn nicht vorher die Entrückung stattfindet, aber auch dann werden sie umgewandelt in perfekte Körper. Also nicht, also alles Vergängliche ist dann weg. Ja, also jetzt bin ich dann noch beim Ernährungsvortrag gelandet. Wie gesagt, also in der Bibel wird es vor allem mit dem Essen verglichen und Jesus hat sich da, im Zweifelsfall, da gilt ja immer das Jesu-Wort, da geht es euch auch darum, was er jetzt
da haben sie in irgendeinem anderen Zusammenhang, das Matthäus 15, das haben sich dann dauernd gestritten und die Pharisäer haben auch als versucht, Jesus da eine Falle zu stellen. Und wo es dann mal wieder so weit war, da äußert sich Jesus folgendermaßen. Und zwar sagt er in Matthäus 15, Vers 10 folgende: Und er rief die Leute zu sich und sagte: Hört und begreift. Nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Da kamen die Jünger zu ihm und sagten: Weißt du, dass die Pharisäer über deine Worte empört sind? Allerdings. Und an einer anderen Stelle, da kommt sie halt, da ist praktisch der Widerspruch zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Die Pharisäer haben natürlich mit Johannes dem Täufer ein Riesenproblem gehabt. Der totale Aussteiger-Freak. Also er ernährt sich nur von Heuschrecken und Honig, trinkt keinen Alkohol, bekleidet mit einem, was war es, ein Bärenfell, oder? Weiß es jemand zufällig? Also total pennermäßig, also was auch für damalige Verhältnisse also als absolut Randgruppen-Look galt. Und also mehr Street Credibility ging nicht. Und natürlich haben sich da über den die Leute aufgeregt und so, weil er halt auch totaler Asket war und sonst was. Und nee, das will ein Mann Gottes sein, nee, schau mal hier, wie der sich gehen lässt. Und dann kommt Jesus, tritt auf da mit seinem, also mit seinem Wirken, das war ja fast parallel, also er ist kurze Zeit später dann richtig in Erscheinung getreten, wo Johannes der Täufer schon verhaftet wurde. Und dann, Jesus geht mit Zöllnern essen, trinkt gerne Wein. Ich glaube nicht, dass er ein einziges Mal betrunken war, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus immer 100% im Einklang mit dem Vater war. Und also er war nie außerhalb seiner Kontrolle. Aber das erste Wunder war, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Also Jesus war ein Mensch, mit dem er auch viel Spaß haben konnte. Der historische Jesus. Natürlich der Jesus, den wir jetzt haben hier, also der leibliche damals, der Heilige mit dem Heiligen Geist, kann man auch viel Spaß haben. Ich kann es aus eigener Erfahrung immer wieder bestätigen. Aber darum geht's nicht. Aber die Freude im Herrn, das ist schon ein erstaunlicher Zustand, der einen von mancher Versuchung, sich wieder in Drogen zu vergreifen, bewahren kann. Jedenfalls bei Jesus haben sie dann gesagt, ja, dieser Säufer und Fresser, der kann ja auch kein Mann Gottes sein. Und daraufhin sagt er, ihr seid wie die Kinder, euch kann man es einfach nicht recht machen. Also egal, er findet immer irgendwas, worauf sie rumhacken. Und so ist es halt leider Gottes auch in den Gemeinden. Du wirst immer jemanden finden, der sagt, nee, das ist nicht gut. Es gibt auch Leute, die sagen, da zum Beispiel da die Schwester Gabriele, klar, das ist eine Sekte da von dem, wie heißen die, Fernsehsendung. Da gibt es so einen ganz, ganz krassen Kanal, das ist voll altmodisch, hocken sie dann da und lesen ihre Texte da ab und so, was weiß ich. Und jetzt komme ich ja noch einen Namen. Kirchen-TV oder was? Ja. Oder Bibel-TV. Nee, doch was an. Neue Zeit. Die als voller Hardcore-Vegetarier und was weiß ich, also ist ja pinklich. Aber das halt, das ist halt auch wieder, also ich sag, das ist schon wieder Religion. Und da sind wir auch bei dem Thema. Religion ist immer wieder, wenn du versuchst, durch bestimmte Verkrampfungen und Verklemmungen und sonst wie was und am besten noch groß zur Schau zu betragen, glaubst, dass du da irgendwie vor Gott besser dastehst und deswegen zwei Reihen weiter vorne sitzen darfst. Übrigens, die coolen Leute legen Wert darauf, dass sie möglichst weit hinten sitzen dürfen, so wie ich zum Beispiel. Sogar im Schulbus hocken die coolsten Leute ganz hinten. Also so Äußerlichkeiten. Mir fällt dazu auch noch ein, es gibt ja gerade so in der, sagen wir nochmal ruhig im Rockbereich in 10, so, ihr seht, wir haben hier beide diese Todessymbolik hier auf dem T-Shirt. Das ist jetzt die Jesus Freaks Pulli, also das Kreuz besiegt den Tod. Passende Bibelstelle erzähle ich gleich. Man muss darauf achten, dass keine Todesverherrlichung, sondern Todesverachtung. Und da sind wir ganz nah bei Paulus, wie er das im 1. Korinther 15 ab Vers 51 beschreibt. Weil darum geht es eigentlich. So, die letzte Angst, die du verlieren kannst, ist nun mal die Angst vor dem Tod. Also dann bist du wirklich sorgenfrei, wenn das auch weg ist. Und das kann Gott dir nehmen, ganz klar. Ich lese mal den ganzen Abschnitt vor. Das ist 1. Korinther 15 ab Vers 50. Damit will ich sagen, Brüder und Schwestern, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Verwesliche erbt nicht das Unverwesliche. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Achtung, jetzt kommt es mit der Entrückung. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Davon haben wir vorhin gesungen. Oh, when the trumpet starts to play. Das ist genau der Moment, when the saints go marching in.
Die Posaune wird erschallen, die Toten werden als Unverwesliche auferweckt, wir aber werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss sich mit Unverweslichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Ich hätte daran denken können, modernere Besetzung zu nehmen, es tut mir leid. Wenn sich aber dieses Verwesliche und mit Unverweslichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift: Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Und jetzt kommt's. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft und unerschütterlich, seid stets voll Eifer im Werk des Herrn und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Und du musst jetzt ziemlich Elberfelder. Also das ist die Elberfelder, gell? Ja, genau. Und ja, es ist ein bisschen gestolpert, so für Leute, die jetzt nicht jeden Tag stundenlang in der Bibel schmökern. Und von denen es hier natürlich keine gibt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Kern so ein bisschen rübergekommen ist. Also diese ganzen, man soll davor warnen, aber wenn du unbewusst irgendein, zum Beispiel, was weiß ich, ich habe einen Kumpel da in Mannheim, der hat halt Buddha-Statuen bei sich im Garten stehen. Der ist mittlerweile sehr interessiert am christlichen Glauben und der ist bestimmt kein Hardcore-Buddhist, der da jetzt versucht, den zwölffachen Pfad einzuschlagen, sondern der versucht einfach, hilfsbereit und nett durch die Welt zu gehen. Und der ist sehr interessiert, war in unserer Gruppe, ich glaube, er war auch schon mal hier. Und das, also das ist jetzt nicht das Götzending, was ihn jetzt da vom Himmelreich trennt. Im Himmelreich ist es ruhig mit der Hölle. Das Himmelreich ist mitten unter uns, sagt Jesus. Und genauso ist es mit der Hölle auch. Das habe ich neulich schon mal erzählt. Also die Abwesenheit von, also Gottes Ferne ist Hölle. Das kann man hier erleben und im Jenseits sowieso. Im Jenseits wahrscheinlich dann final. Hier gibt es eigentlich in Sekunden schnelle Möglichkeiten zu wechseln. Man kann sich in jedem Moment immer wieder neu auf die Seite Gottes schlagen. Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach. Was sind die wirklichen Götzen? Im Psalm 135, Vers 15 steht geschrieben, die Götzen der Nationen sind aus Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Viele Kunstgegenstände, denen Leute auch magische Bedeutung beimessen, Talismane, Glücksbringer. Ich habe zum Beispiel ein paar Mal erlebt, dass mir mein Kreuz, ich habe gekauft mir irgendwelche billigen Kreuze, weil ich verschenke es auch oft auf der Straße, also es kostet nie mehr 20 Euro, darauf achte ich, dass ich es halt jederzeit verschenken kann und mir nicht wehtut. Mir ist wohl eins so zerrissen. Und da hat dann irgend so eine Mädel, die wohl auch schon zu tun hatte mit Kartenrückerei, so, ja, gell, das ist komisch, gell, dass hier sowas passiert und so. Ist das irgendwie komisch? Nee, das ist nicht komisch, das ist einfach ein technischer Fehler, sonst nichts. Lasst euch nicht kirre machen, der Teufel kann uns nur Angst machen, er kann uns eigentlich nur ärgern. Und wenn du das weißt, dass er dich hasst, dann weißt du auch, dass er Angst hat vor dir. Der Teufel hat viel mehr Angst vor uns als Christen, als wir vor ihm haben müssen. Er weiß, dass er verloren hat. Super Beispiel für Okkultismus in Rockmusik, eins meiner Lieblingslieder, The Number of the Beast. Ganz am Anfang, das ist rein Offenbarungstext, da heißt es, Woe to you, O earth and sea, the devil sent the beast with wrath, because he knows the time is short. Er weiß, dass seine Zeit kurz ist. Und dann kommt es halt mit dem 666. Für mich ist die 6 einfach die Zahl, ich habe da sehr viel drüber gelesen, ich bin zum Schluss gekommen, damit ist die Zahl der Unvollkommenheit gemeint, sonst nichts. Und es wird verstärkt durch die Dreifachkeit 666. Das ist alles, was man über 666 wissen muss. Diese ganzen Nachforschungen da, man kommt da zu keinem Ende. So, die Zahl der Vollkommenheit, alles Göttliche, ist 7. In 7 Tagen hat Gott die Welt erschaffen, bestes Beispiel. Und die 6 ist immer die billige Kopie, die der Teufel anbietet. Der Teufel bietet immer schnelle Befriedigung an und danach das lange Elend. Und Gott bildet ein absolutes Gesamtpaket, das sowohl hier als auch noch in der Ewigkeit gilt, von dem aber hier schon einen ganz, ganz leckeren Bissen, einen Vorgeschmack haben kann und den man in sein bescheidenes, irdisches Gastspiel so einbauen kann, dass man sogar in dieser völlig chaotischen Welt, die, wenn wir ehrlich sind, schon immer am Abgrund stand, einen richtigen Sinn finden kann, was sehr, sehr vielen Leuten heute völlig abhanden gekommen ist. Und wie gesagt, diese Götzen sind aus Silber und Gold, also Wertgegenstände, die in der Ewigkeit nichts mehr bringen werden. Jesus hat mit wenigen Themen sich so auseinandergesetzt in seinen ganzen Reden wie mit dem Geld. Und deswegen sagt er auch in der Bergpredigt sogar, Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der einzige Götze, wo wir uns wirklich voll in Acht nehmen müssen, ist das Geld.
Weil das ist eigentlich, man sagt, das Geld regiert die Welt und der Teufel regiert die Welt über das Geld. Das heißt jetzt nicht, dass wir sofort alles radikal auf Naturalwirtschaft umstellen müssen, aber hier unter Freunden und Geschwistern, da funktioniert hier sowas schon mal. Und also das ist wirklich das, also das ist viel gefährlicher, einfach so sich immer zu sehr auf materielle Güter zu verlassen, als wenn man sich da jetzt irgendwelchen Krempel da ins Fenster hängt, Gasperlen, wo man dann denkt, da ist man halt von der Naturkatastrophe gewappnet und sonst was. Natürlich ist es, man soll mit diesen Symbolen nicht spielen und sonst was, man muss es auch nicht unnötig provokativ einsetzen, aber, und es geht jetzt auch ein bisschen einen speziellen Gruß an ein paar Geschwister, die uns da irgendwie wehtun, wir versuchen uns da auch ein bisschen zu zähmen, aber es geht nicht darum, die Leute danach zu beurteilen, ob sie jetzt da untereinander irgendwelchen Blödsinn mit irgendwelchen Fingerspielchen machen. Ich bin da mehrfach deswegen angegriffen worden. Bei einer anderen Gelegenheit geht es darum, ob man jetzt unbedingt einen Totenkopf irgendwo stehen haben muss. Wie gesagt, da geht es um Todesverachtung. Und also worauf man wirklich achten muss, ist, wie dein Herz aussieht. Wie Jesus auch gesagt hat, ich habe es eben schon zitiert, nicht was in den Menschen reinkommt, nicht was du isst, nicht was du hörst, nicht was du siehst, macht dich kaputt, sondern was du daraus machst. Was aus dem Menschen rauskommt, macht ihn unrein. Damit ist auch Kotzen gemeint, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der Mensch ist so fantastisch funktioniert, ein gesunder Körper kotzt das raus, was nicht reingehört. Und wir hatten neulich mal einen fantastischen Vortrag von Renate zum Thema die Macht der Zunge. Das macht dich unrein, was aus dir rauskommt. Ob du schlecht über andere Leute sprichst, ob du fluchst sowieso, ob du lügst. Diese Dinge, was aus dir rauskommt, die Spur, die du bei deinen Nachbarn, bei deinen Nächsten, bei deinen Freunden, bei deinen Feinden oder sagen wir mal bei den Leuten, mit denen du nicht so viel zu tun haben willst, die Spur, die du da hinterlässt, das entscheidet deine Außenwirkung, ob die Leute sich gerne an dich erinnern oder eben nicht so gern. Also das macht dich unrein oder eben rein. Da kann jeder jeden Tag neu dran arbeiten. Und ja, die Indianer haben schon recht gehabt. Ich habe auch sehr viele Vorurteile gehabt. Ich habe sehr, sehr nette Leute kennengelernt in Spießergemeinden, die da in Schlips und Kragen rumgerannt sind. Und habe gemerkt, die sind eigentlich viel mehr, tief im Herzen noch viel mehr Jesus Freak als ich. Also die Vorurteile, die müssen wir alle abhaken, alle ad acta legen, immer wieder neu. Jeder soll so rumrennen, wie er will und jeder ist genau da, wo er ist im Leben, genau richtig. Es gibt keine Zufälle. Es gehört alles zu einem gigantischen Plan. Und wir haben jeden Tag, jede Sekunde die Möglichkeit, uns fürs Richtige zu entscheiden. Wir dürfen Fehler machen. Das Einzige, worauf Gott besteht, ist hundertprozentige Kommunikation mit ihm. Und wenn du sündigen willst, dann halte dich an Luther und sündige richtig, damit du wenigstens merkst, dass es Sünde ist. Dann ist auch eine Umkehr denkbar und möglich. Es gibt viel zu tun. Und ich glaube, wir sind hier mit unserer Gruppe auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass Gott insgesamt fantastische Dinge vorhat. Auch wenn es vielleicht im Moment noch nicht so richtig aussieht. Alles, was in der Offenbarung angekündigt wurde, findet vor unseren Augen statt. Umwälzungen, die früher 500 Jahre gedauert haben, können jetzt in einer Woche passieren oder noch kürzer. Und es macht Spaß, dabei zu sein. Wir brennen auf der richtigen Seite. Amen. Amen. Und euch zu Hause auch viel Spaß. Gottes Segen. Keep on rocking.